Wenn Smart Broker Kunden ETS kaufen, dann setzen sie vor allen Dingen auf den MSCI World und auf den DAX. Aber es lohnt sich auch ein Blick in die zweite Reihe. Den habe ich getan mit Markus Kaiser, dem ETF-Experten von Greif Capital Management. Und da haben sich ganz interessante Erkenntnisse ergeben, wie sich mit einem Mid-Cap-ETF auch sehr gutes Geld verdienen lässt. Wir schauen jetzt im Gespräch mit Markus Kaiser, dem ETF-Experten von Greif Capital Management in Freiburg, mal wieder auf die meistgehandelten ETF beim Smart Broker. Erstmal schönen guten Tag, Herr Kaiser. Ja, herzlich willkommen. Herr Kaiser, also wenn wir uns die Top 5 der beim Smart Broker meistgehandelten ETF anschauen, und das tun wir jetzt auf dieser Tafel, dann haben wir auf eine gewisse Art und Weise ein altbekanntes Bild. Auf Platz 1, wie immer, kann man fast sagen, ein ETF auf den MSCI World, und auf den Plätzen 2 bis 5, das wechselt manchmal immer etwas, ist dieses Mal auffällig, dass es da ETFs auf den DAX bzw. Short DAX gibt. Wieso ist das so? Also warum auch immer dieser Wechsel? Ja, Herr Kerscher, DAX und Short DAX sind vor allem bei den aktiven Tradern sehr beliebt. Und immer dann, wenn es an den Märkten turbulent zugeht, und das ist ja in diesem Jahr der Fall, dann bieten sich eben kurzfristig Chancen von sowohl steigenden als auch von fallenden Notierungen zu profitieren, sofern man das richtige Instrument zur richtigen Zeit einsetzt, lassen sich hier schnell Gewinne einfahren. Nachdem es ja im April mit dem DAX um mehr als 1000 Punkte nach unten ging, hat er sich zuletzt dann wieder erholt, ja, Anfang der Woche wieder auf 14.500. Und ja, da kann man ableiten, geht es also rauf beim DAX, dann den DAX-ETF, geht es runter, dann den Short-DAX-ETF, dann ist der die erste Wahl. Naja, klingt vielleicht etwas zu einfach, wenn man es doch immer ganz genau wüsste, welchen ETF man nun einsetzen soll. Von daher vielleicht eine kleine Warnung auch dazu oder vielleicht eine Warnung zur Vorsicht. Wenn man diese Instrumente einsetzt, die natürlich ermöglichen, wirklich schnell auch Gewinne zu erzielen, da muss man aber permanent auch am Ball bleiben, weil sonst kann man eben böse überrascht werden, wenn es zu plötzlichen Richtungswechseln an der Börse kommt. Und die haben wir in den letzten Wochen ja viel gesehen. Lassen Sie uns doch mal auf eine ETF-Klasse gucken. Ich sage jetzt mal für den Normalanleger, der nicht ständig am Ball bleiben will und der vielleicht ja auch mal etwas anderes als, ich sage immer nur einen ETF auf den MSCI World oder auf den DAX. Und da haben wir uns für diese Woche mal etwas rausgesucht, was jetzt nicht zu den Top 5 gehört, sondern auf Platz 6 ist, den wir jetzt nicht gezeigt haben. Aber auf Platz 6, da ist ein ETF von iShares auf den MDAX. Also bieten denn solche ETFs eine attraktive Alternative zu den Klassikern MSCI World und DAX? Ja, absolut. Der MDAX und die zugehörigen ETFs werden oftmals unterschätzt. Sie bilden ja im Prinzip das wirtschaftliche Rückgrat einer Volkswirtschaft ab, also die mittelständischen Unternehmen. In diesem Fall beim MDAX sind das die 50 größten in Deutschland, also der mittelständischen Unternehmen. Sie finden dabei populäre Adressen. Das waren zum Teil auch schon mal DAX-Titel, eine Beiersdorf, eine Lufthansa, eine Commerzbank, Siemens Energy oder auch eine ThyssenKrupp. Also es wird dominiert von Industrietiteln. Wir finden aber darüber hinaus auch beispielsweise Grundstoffproduzenten wie Kali und Salz, Medien- und Technologiewerte. Also es ist sehr, sehr breit diversifiziert. Und wenn wir mal in die Historie schauen, was ich gemacht habe, natürlich in der Vorbereitung der letzten 20 Jahre, dann muss man sagen, hatte der MDAX gegenüber dem DAX deutlich die Nase vorn. Denn während sich der DAX immerhin über 20 Jahre verdreifachen konnte, steigerte der MDAX, Sie werden es nicht glauben, seinen Wert um das Siebenfache. Und das entsprach über 20 Jahre einer jährlichen Performance von 10%. Also eine tolle Entwicklung, an der man hier partizipieren konnte. Natürlich ist das der Blick in den Rückspiegel. Ja, nichtsdestotrotz, wenn man kurzfristig schaut, jetzt beispielsweise über ein Jahr oder auch seit Jahresbeginn, hat sich das Bild etwas gedreht.
Der DAX hat hier in Anführungszeichen besser performt, denn er weist momentan nur ein Minus von 10% seit Jahresbeginn aus, während der DAX, der MDAX um 16% an Wert abgegeben hat. Also einige Titel sind stärker unter die Räder gekommen und vielleicht ist das ja auch der Anlass für den einen oder anderen Anleger, warum wir den MDAX-ETF jetzt schon in den Top 10 der meistgehandelten ETFs wiederfinden, sich hier einmal antizyklisch zu positionieren. Aber zumindest die historischen Daten legen dann ja nahe, dass man mit einem ETF auf den MDAX deutlich besser fährt als mit einem ETF auf den DAX. Auf jeden Fall. Also es lohnt der Blick eben auch einmal in die zweite Reihe. Das sind viele Qualitätstitel und das zeigt sich beispielsweise auch in der Dividendenrendite. Ja, wenn wir momentan schauen, der MDAX bietet eine durchschnittliche Dividendenrendite von über 3%, wohingegen der DAX noch unter 3% liegt. Vom Bewertungsverhältnis KGV liegen beide ungefähr gleich, um die 12, also auch nicht wahnsinnig teuer die Märkte, nachdem sie ja schon einiges zurückgekommen sind. Aber schauen wir nochmal auf den ETF. Wichtig natürlich auch hier Rahmendaten. Der ETF wird physisch abgebildet, das heißt, es wird direkt in diese 50 MDAX-Titel investiert. Das Fondsvolumen habe ich mir angeschaut, ist mit 1,4 Milliarden eine stattliche Größe. Also dieser ETF ist liquide handelbar. Was mir nicht ganz so gefallen hat, ist die Gesamtkostenquote. Die liegt bei 0,51% pro Jahr. Das ist nicht wahnsinnig teuer, aber im Vergleich zu anderen ETFs, auch von Mitbewerbern, das geht auch etwas günstiger. Also da lohnt vielleicht auch mal der Blick insgesamt auf das Angebot von MDAX-ETFs. Aber weiten wir doch den Blick mal auf das Angebot der MDAX, also beziehungsweise der Midcaps-ETFs und schauen mal nach Europa. Es gibt ja auch solche ETFs, Midcap-ETFs für europäische Werte. Genau. Wer also nicht nur in deutsche Midcaps investieren möchte, der findet beispielsweise mit dem iShares Stocks Europe Mid 200 ETF, es tut mir leid, die Namen sind einfach immer so lang, da muss ich auch etwas ablesen, hier den Zugang auf einen Korb von 200 Titeln. Man sieht schon noch etwas breiter diversifiziert, aber eben auf Gesamteuropa ausgerichtet. Deutsche Titel sind hier natürlich enthalten, zum Teil auch DAX-Werte, die sich dann wieder in dem europäischen Midcap-Korb wiederfinden, eine Daimler Truck beispielsweise. Und Deutschland ist insgesamt mit 12% gewichtet. Dominiert wird der europäische Midcap-Markt durch Unternehmen, die ihren Sitz in Großbritannien haben. Das macht 25% der Gewichtung aus. Ich erhalte aber auch Zugang zu Unternehmen in Frankreich, in Spanien, in Italien und auch in der Schweiz. Also Sie sehen schon, sehr, sehr breit diversifiziert. Die Dividendenrendite auch hier über 3%. Und dieser ETF, der schüttet seine Erträge regelmäßig aus. Also auch interessant für jemanden, der sagt, ich möchte regelmäßig über die Erträge verfügen. Fondsvolumen liegt bei 300 Millionen, auch eine ordentliche Größe. Und die Kosten sind hier absolut in Ordnung. Die liegen nämlich nur bei 0,2% pro Jahr. Das ist schon ein Unterschied, das kann man wirklich sagen. Schauen wir von Europa jetzt auf den US-Markt. Midcaps gibt es natürlich auch in den USA. Haben Sie da vielleicht eine Idee, wie man an den Midcaps auf dem US-Markt partizipieren kann? Eigentlich mehr eine rhetorische Frage, ich kenne die Antwort ja. Natürlich, es gibt kaum ein Marktsegment, wo die ETF-Industrie nicht ein passendes Produkt entwickelt hat und meistens gibt es ja auch mehr Produkte von unterschiedlichen Anbietern, also immer mal schauen, nicht alles nur bei einem anlegen, sondern immer auch diversifizieren, auch das der Rat des Experten. Hier auf dieser Seite. Ja, der US-Markt, auch hier zeigen sich Midcaps langfristig mit einer richtig, richtig guten Rendite. Man muss aber sagen, in den letzten Jahren hat sich der Blick hier auch etwas verlagert. Wir kennen das ja alle. Diese sagenhafte Performance der Big Caps, die den Standard & Poor's 500, den S&P 500 nach oben getrieben haben, das war ja im Wesentlichen auf die Schwergewichte, auf die Apple, auf die Amazon, die Alphabet und Microsoft zurückzuführen.
da hat kaum noch jemand einen Blick auf die Midcaps gehabt, die in der Tat zuletzt eben auch gar nicht mehr Schritt halten konnten. Also die sind schon etwas länger in der Korrektur und vielleicht macht genau das eben dieses Segment jetzt auch wieder deutlich interessanter, als eben nur auf die Großen zu schauen. Denn diese Überbewertungen, die wir ja traditionell schon im US-Markt immer haben, zeigen sich aber im Unterschied sehr, sehr deutlich. Der S&P 500, also der größten 500 Unternehmen, weist beispielsweise ein KGV nach wie vor von um die 20 aus, während es im Mid-Cap-Segment lediglich 13 sind. Also das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Ja, und auch hier investiert man natürlich ich habe jetzt hier mitgebracht den Spider S&P 400 US Midcap ETF in 400 Unternehmen der zweiten Reihe. Also man bekommt auch da einen Branchenmix aus Konsumgüteraktien, Immobilienwerten, Industriewerten, Finanztiteln, Gesundheitswerte und auch Technologie. Also sehen schon ein breites Spektrum von vielen Namen, die einem auch gar nicht so bekannt sind, aber eben in diesem mittelständischen Bereich gut wirtschaften. Das Fondsvolumen von diesem ETF liegt auch über 1 Milliarde US-Dollar, also stattliche Größe, Gesamtkosten bei 0,3% pro Jahr, auch das absolut in Ordnung. Es lohnt sich also auch bei den ETFs, den Blick manchmal weg von den Klassikern, von den Favoriten zu richten auf die, sag mal, die Lieblinge der zweiten Reihe, auf die Midcap-Titel. Und jetzt mal für alle, die es nicht direkt mitschreiben konnten und interessiert, wir haben es jetzt nochmal hier auf dieser Tafel zusammengetragen über die drei Midcap-ETFs, über die wir gesprochen haben, nämlich den von iShares auf den MDAX und den von iShares auf den Stocks Europe Mid 200 und den Spider S&P 400 US Midcap. Wir lassen es noch eine Sekunde stehen zum Mitschreiben und jetzt vielen Dank, Markus Kaiser, der ETF-Experte von Greif Capital Management in Freiburg im Breisgau. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kaiser. Vielen Dank, Herr Kerscher, und bis zum nächsten Mal.